Moin Knas und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Review zu Missing Translation. Ja, und als allererstes möchte ich in diesem Test erläutern ein bisschen was über den Spielspaß reden. Naja, es ist ein nettes Spiel. Es ist jetzt nicht unbedingt, dass man eine Geschichte hat, die einen fesselt, weil man hat eben gar keine Geschichte. Irgendwie ist ein bisschen mit dem Intro, aber es ist irgendwie nicht so wirklich was, wo ich sagen müsste, ja, die Geschichte fesselt mich wie bei einem Roman, den ich lese oder wenn ich ins Kino gehe. Aber es ist trotzdem irgendwie so nett erklärt, naja, nett erzählt. Man geht halt einfach ein bisschen rum und löst ein paar Rätsel. Was mich persönlich wieder interessiert, weil ich solche Rätselspiele auch eigentlich mag und ja, man hat halt immer dann so diese Erfolgserlebnisse, wenn man zwar dann eine halbe Stunde lang, naja, das ist jetzt übertrieben, aber eine ganze Weile lang irgendwie mehr, irgendwie 10 Minuten lang an der einen Sache rumtüffelt und dann irgendwie das Rätsel nicht gelöst bekommt. Und dann irgendwie einem der Einfall kommt oder man das lange noch ausprobiert hat und dann halt zum Ergebnis kommt. Und ja, das ist halt irgendwie dieses Erfolgserlebnis. Und wenn dann auch noch unten rechts in der Ecke Achievement aufploppt, dann denkt man sich, ja, nice. Insgesamt ist es halt sehr schnell vorbei. Mich 10 Minuten ist immer noch zu viel, um es ermüdend einem Rätsel rum zu schrauben, so lange braucht man auch nicht, aber also länger als 2 Stunden habe ich sicher nicht an diesem Spiel gespielt, um es durchzuspielen, dann ist halt irgendwie auch vorbei. Naja, Abwechslung ist jetzt auch nicht unbedingt vorhanden, wenn man immer halt nur, ja, ich gehe jetzt hier rein und löse ein paar Rätsel, gehe wieder raus, gehe ins nächste Haus, weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll, ich quatsch mal ein bisschen die Tafel an, gehe wieder raus und fertig. Kann man machen. Bin ich jetzt nicht unbedingt der größte Fan von. Also, naja, es ist halt so ein bisschen eintönig. Aber eigentlich im Groben und Ganzen ganz nett. Deswegen gebe ich auf den Spielspaß eben 7 Punkte. Zum Interface. Es ist übersichtlich. Ist, glaube ich, die richtige Beschreibung. Man hat keinerlei irgendwie Möglichkeit, irgendwas anzuklicken, außer links oben in der Ecke diese Sprechblase und naja, ansonsten hat man halt nur noch über Escape kommt man ins Hauptmenü zurück, F macht man Vollbild oder normaler Fenstermodus. Ja, das war's dann sozusagen auch schon. Mehr gibt's da eigentlich jetzt nicht. Das heißt, ich finde, das Interface braucht auch nicht mehr. Ich meine, Spielfortschritt speichert das Spiel selbsttätig. Es wäre halt nur irgendwie schön, wenn man irgendwo die Tastenkürzel finden könnte. Aber ansonsten, wenn man im Internet ein bisschen schaut, dann findet man auch alle Tastenkürzel. Das heißt, ich gebe hier 8 Punkte aufs Interface, weil es eben sehr clean gehalten ist, was ich persönlich gutheiße. Zu den Funktionen. Naja, allgemein, welche Funktionen gibt es? Ich kann meinen Spielstand zurücksetzen, ich kann das Intro überspringen und ich kann rumlaufen mit Leitern, Türen und Konsolen interagieren und irgendwelche Rätsel lösen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass da ein besonders großer Funktionsumfang vorhanden ist. Im Hauptmenü kann ich das Spiel starten oder mir anschauen, wer da alles mitgemacht hat. Ja. Hält sich von den Funktionen her doch deutlich in Grenzen. Vielleicht wäre irgendwie das nett, wenn man da irgendwie so doch eine Toolbar hätte, wo man noch ein paar mehr Funktionen hätte, um irgendwie das ganze Spiel irgendwie so ein bisschen zum Laufen zu bringen. Aber im Groben und Ganzen ist es jetzt auch nicht so wichtig, da viele Funktionen zu haben. Deswegen an dieser Stelle auch wieder 7 Punkte. Ja, zur Hilfe zur Unterstützung des Spielers. Es gibt kein Tutorial. Es gibt
Einzig und allein irgendwie diese Anzeigen, ja, hier bitte, das ist deine Tastensteuerung, lauf mal ein bisschen rum und probier mal aus, dann wird das schon funktionieren. Ich meine, es ist das Ziel des Spieles, es so zu machen, ohne Tutorial, alles. Ist aber gerade bei den Tastenkombinationen irgendwie, ja, ich komme oft auf diese Tastenkombinationen hinaus, weil ich nämlich zum Beispiel, dass man mit Steuerung P das Spiel zurücksetzen konnte, musste ich erstmal bei Google suchen. Und gerade wenn das Spiel dann Missing Translation heißt, dann findet man alle möglichen Webseiten, wo mir eine Übersetzung fehlt. Nicht so praktisch, aber ich habe es ja alles gefunden. Ist aber halt irgendwie nicht so vom Spiel selber, sondern von irgendwelchen Leuten, die es halt rausgefunden haben und ins Internet gestellt haben. Also danke zu denen. Naja, insgesamt Hilfe gibt es nicht. Das Spiel ist auch darauf ausgelegt, aber es ist halt nicht da und es wäre halt manchmal schon ganz praktisch. Deswegen hier 5 Punkte. So, zur Community. Die Community ersetzt innerhalb sozusagen die Hilfe. Wenn man in einem Rätsel nicht weiterkommt, im Steam in den Guides schauen. Da gibt es auf jeden Fall eine Anleitung, wie man alle Rätsel löst. Das ist sozusagen das, was die Community ist. Es ist kein Multiplayer-Spiel, da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Ja, Interaktion zwischen Community ist also nicht vorhanden. Es ist halt einzig und allein, dass die Community so ein bisschen die Hilfe ersetzt. Ich meine, die Community schreibt die Tastenkombinationen ins Netz und alles andere, was man braucht oder auch nicht braucht. Man braucht es ja nicht unbedingt, aber ist halt manchmal ganz praktisch. Deswegen hier 5 Punkte für eine nicht vorhandene Community. Also, das Spiel selber bringt einem keine Community nahe, sondern die Community ist eben da, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt eine Community ist, die zusammen irgendwie zusammenhängt, wie bei anderen Spielen, LOL, Minecraft, World of Tanks. Es ist halt einfach, sie ist halt einfach da und hat so ein paar Sachen, die ganz nett sind, ins Netz gestellt, einem zur Verfügung gestellt, aber im Großen und Ganzen ist sie halt einfach nicht vorhanden. Deswegen 5 Punkte auf die Community. Ja, zum Text. Bei dem Spiel ein interessanter Stichpunkt, aber ich wollte einfach nochmal drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja irgendwie zwei Menüs, wo es Text gibt. Einmal das Hauptmenü, da steht wunderschöner Titel drin, und einmal die Mitwirkenden, da stehen halt die Mitwirkenden drin. Insgesamt vielleicht 40 Wörter. Ist mir persönlich eigentlich schon zu viel. Also ein Spiel, was sozusagen damit wirbt, dass es irgendwie keinen Text hat. Ich persönlich bin der Meinung, dann geht halt so weit und versucht das Ganze ohne Text darzustellen. Dass man irgendwie, naja, ihr macht das Spiel. Ich hätte jetzt irgendwie den Titel irgendwie durch ein Logo ersetzt und bei den Mitwirkenden irgendwie Bilder, irgendwie solche, wie nennt man's, Icons von den Leuten irgendwie von Twitter, Facebook, YouTube. Nur ein Ansatz, gibt bestimmt bessere Möglichkeiten. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, falls euch da was Besseres einfällt. Aber einfach nur, ja. Aber ansonsten geile Idee mit diesem, es gibt keinen Text. Auch dieses mit dem, ich spreche mit anderen Leuten ohne zu sprechen. Also ich mache nur irgendwelche Zeichen. An sich ein geiler Ansatz. Deswegen 9 Punkte hier, weil ich mag es. Aber insgesamt, ja, fehlt halt der eine Punkt, also der eine Pinguin mehr oder weniger, ist zwar dem Silvio ganz lieb, aber ist jetzt für dieses Spiel eher unwichtig. Ja. Kommen wir zur Optik. Die Optik ist allgemein, man mag es oder man mag es nicht, ist hier ganz eindeutig die Aussage. An sich bin ich ja jemand, der schöne Optik oder klare Optik oder sowas mag. Ja, und man kann jetzt natürlich nicht sagen, dieses Spiel, es hat keine Hochauflösung, Grafiken, man sieht die Pixel, man sieht alles, aber es ist doch im Groben und Ganzen sozusagen ganz nett, finde ich. Und naja, auf die Optik deswegen 8 Pinguine,
Naja, das liegt eben daran, dass ich mag, also ich finde es eigentlich ganz schön, dieses Schwarz-Weiß und dann diese Katzen und die Häuser und alles. An manchen Stellen hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Ich hätte es zum Beispiel besser gefunden, wenn die Tür wirklich aufgeht und dann würde er so reinlaufen, halt kein großer Aufwand, aber hätte mir so ein bisschen mehr gegeben. Deswegen an dieser Stelle nur 8 Pinguine. So, die Optik hängt mit dem Sound natürlich sehr stark zusammen und der Sound ist deswegen auch eigentlich, finde ich, ganz treffend mit dieser Musik, die so im Hintergrund so läuft und ganz ruhig ist und so und mag ich. Ich mag den Sound an einigen Stellen, zum Beispiel wenn man das Haus verlässt, wenn der Sound dann so abrupt sich ändert. Ich meine, okay. Fände ich besser, also wenn man da vielleicht, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder dass man so zeigt, okay, wir machen mit Absicht hier diesen Schnitt, zum Beispiel dadurch, dass man irgendwie ein Türschließen irgendwie dazwischen einblendet, oder eben, dass man halt die Musik ineinander überfließen lässt. Wäre beides nicht so schwer zu programmieren, aber man hat sich eben den Aufwand nicht gemacht. Deswegen hier nur 7 Pinguine. Ich meine, die Musik passt zum Ambiente, aber für 10 reicht es eben dann doch nicht. Jo. Zur Zugänglichkeit. Erstmal geil. Muss ich so sagen. Auf Steam gibt es das, es gibt also für Windows und es gibt es für Linux. Ja. Das gibt es auch für Android, für iOS, im Play Store und im App Store. Und da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Deswegen 9, weil es nämlich, naja, es kostet eben im Play Store und im App Store Geld und auf Steam nicht. Ich finde, da hätte man schon sagen können, wir haben eine andere Art, uns zu finanzieren, produzieren und die machen wir halt auf allen Plattformen. Und es sind auch nicht alle Plattformen dabei, sie hätten das Ganze natürlich auch irgendwie als Browser-Game noch machen können, dass sie wirklich jeder spielen kann, aber im Großen und Ganzen ist ja alles da. Deswegen hier 9 Pinguine. Zur Einzigartigkeit. Naja, einmal, heutzutage ist dieses Schwarz-Weiß doch ganz mutig, obwohl alles wieder zu verpixelt geht. Also Pixel Art ist irgendwie wieder ganz groß in der Runde, gerade bei Indie-Developern, weil man eben merkt, okay, wir können nicht mit Ubisoft mithalten. Ist ja auch ganz gut, dann kommt noch mal eine gute Idee, die nicht auf Grafik basiert, sondern an der Idee. Die Idee sozusagen, das ist, was das Spiel voranbringt. An sich, ja, Einzigartigkeit ist nicht unbedingt jetzt 100% vorhanden, aber dieses, man hat irgendwie keinen Text und so und das ist eigentlich schon ganz nice. Und deswegen hier 8 Pinguine, weil es eben mit den Rätseln und so nicht was ganz Neues ist, aber mit dem keinen Text und so doch ein netter Ansatz ist und eine Sache, die man auf jeden Fall mögen kann. Und naja, 8 Pinguine halt. Ja, dann möchte ich jetzt nochmal kurz was übers Preis-Leistungs-Verhältnis sagen, bevor wir dann zum Fazit kommen. Naja, auf Steam kostenlos, deswegen da kann man nicht meckern. Wie ich schon gemeint habe, es ist eben meinen anderen App Store und Play Store und so kostenpflichtig. Zwar nur 2,99 und 2,94, 5 Cent Unterschied. Ich glaube, im Play Store ist 5 Cent billiger. Nicht die Welt. 3 Euro, aber verglichen mit anderen Apps ist halt 3 Euro auch nicht ganz billig. Und das Spiel ist eben gut als Handyspiel. Ich weiß nicht, wie gut es läuft. Das konnte ich nicht ausprobieren. Aber ich finde 3 Euro für ein Spiel, was nicht über so lange Zeit Spielspaß bringt, sondern man spielt es einmal durch und dann ist es vorbei. Es hat eben kein Endgame. Ist irgendwie 8 Euro. 8 Euro. Ist irgendwie 3 Euro
meiner Meinung nach zu viel. Man hätte es ja machen können, dass es eine kostenlose Version wird und etwas, um den Entwickler zu unterstützen, wie es ja bei Steam gemacht worden ist. Bei Steam gibt es zum einen für 0 Euro kostenlos das Spiel und dann gibt es eben noch zusätzlich dazu zu dem Spiel irgendwie für 5 Euro, 4,95 gibt es eben zu dem Spiel diese Sachen mit dem, naja, halt bessere, es gibt halt Konzeptzeichnungen und als DLC, Deluxe Edition heißt, und es gibt eben Konzeptzeichnungen, welche Fotos, Wallpapers und alle solchen Sachen. Das kostet 4,99, ist also eigentlich zum Unterstützen halt. Und das Spiel ist eben kostenlos. Und es ist halt zum Unterstützen der Developer eine ganz nette Idee und finde ich auch gut so. Und wenn mehr solche kleinen Spiele, die vielleicht auch nicht so viel Aufwand gemacht haben. Ich meine, natürlich, wenn man irgendwie jahrelang an einem Spiel gefeilt hat, dann ist es ein bisschen ernüchternd, wenn man das Spiel so rausbringt. Aber kostenlos halt. Aber an sich finde ich, ist es ein Schritt, den man gerade bei so kleinen Sachen auch gehen kann. Ist natürlich ein großes Vertrauen in die Community, aber wenn man glaubt, man kann das machen, dann macht das auch immer. Ich mag sowas, wenn man dann halt, ich meine, angenommen, ich wollte, würde das Spiel jetzt so sehr mögen, dass ich da irgendwie diese Bildschirmhintergründe oder so haben wollte, dann würde ich das kaufen, dann hätte ich das und dann würde ich mich da dran freuen. Man kann sich nicht ärgern, ach, was habe ich mir wieder für Scheiße gekauft und mag's nicht, dann gibt es die Leute eben nicht. Und dann, weil man hat sich ja nicht gekauft, man hat es ja kostenlos runtergeladen, dann kann man es ausprobieren, kann man es wieder deinstallieren. Da hat er ja keinen Cent bezahlt. Und wenn man einem das Spiel gefällt, man ganz genau weiß, okay, ich kaufe mir jetzt dieses DLC in Anführungszeichen, was ja nichts am Spiel verändert. Und da weiß man eben auch ganz genau, da drin sind Desktop-Hintergründe, Konzeptart und solche Sachen. Ja. Also Preis-Leistungs-Verhältnis gebe ich 8 Pinguine, eben weil es das im Play Store und App Store eben kostenpflichtig ist. Aber ansonsten 8 Pinguine eben dafür, dass es am Computer eben kostenlos ist auf Steam. Und für Windows und Linux und dass es eben, naja, dieses Nette hat mit dem, ja, ich mag das Spiel, ich kaufe mir das DLC, krieg dafür zwar nichts in-game, das heißt, man hat sozusagen in-game keine Vorteile als Nichtzahlender, keine Nachteile als Nichtzahlender, aber ich habe halt diese Concept Art und ich mag sowas, oder halt derjenige, der es halt kauft. Ich kaufe mir das. Finde ich gut. Und ja, 8 Pinguine dafür. Ja, zum Fazit insgesamt dann. Nettes Spiel und alles. Und naja. Ich komme jetzt auf insgesamt 73 Pinguine. Was im Durchschnitt der Gesamtpinguine. Ja, schöne Tabelle. 7,3 Pinguine gibt. Naja, da muss einer dran glauben. Aber das ist doch an sich ein gutes Fazit für ein Spiel, was etwas nicht ganz Alltägliches ist und deswegen auch eine nette Idee ist, die man unterstützen kann. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt da ja mehr in der Richtung auch mal. Ich würde es begrüßen. Und naja. Ich könnte jetzt Keys für das Spiel rausgeben, wenn ich denn welche hätte und wenn das Spiel dann kostenpflichtig wäre. So kann ich nur sagen,